Pinky Winky, Stinkefinger. Das war gerade den Aufnahmen wegen, ne? Tudu. Muss das halt wegschneiden. Nö, tue ich nicht. Ist mir doch egal. Ich weiß, was dir egal ist. Hä? Achso, ne, passt. Passt. Okay, ich glaube, diesmal werden sie etwas besser spielen. Hoffe ich zumindest. Abwarten und Tee trinken. Ich meine, der letzte Versuch war ja nicht sonderlich schlecht. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Noch einen zusätzlichen Mikro haben. Ein paar Rank-Spieler haben noch geschrieben, dass man die BRDN3 ändern sollte. Die haben so eine fette Liste gemacht. Nach ihr Vorschlag wird das Ding dann 40 Punkte kosten. Ich finde das schon ein bisschen zu viel. Weiß ich nicht, was sie sonst noch ändern wollen. Schon einiges interessante Sachen. Wieder den PT mit mehr Munition. Oder was wollen die? Die haben zu allen Koalitionen was geschrieben. Die Frage ist nur, und überhaupt, was wird dann übernommen? Hm. Ja gut, schreiben kann man es hier. Ich meine, die Entwickler haben, glaube ich, gesagt, dass die am Red for Panzer nichts machen wollen. Ja, wenn sie dann dafür die Blue for Panzer fixen. Nee, die Fanboys verhindern das. Denen ist das doch wahrscheinlich ziemlich bums und die warten darauf, das nächste Spiel rauszubringen. Dafür gibt es wenigstens Kohle. Wenn das ein Täuschungsmanöver sein soll, ist das nicht sonderlich gut. Ja, machen wir auf alles gefasst. wenn die jetzt Dimitri hart pushen, dann das sehen wir jetzt, ja. Da musst du halt für euch sofort aushelfen. Ja, das sehen wir ja. Beziehungsweise, na, dann du lieber durch, holt ihr Spawn bei Gregory. Oder so. Ja, schauen wir mal. Die haben ihr Spawn nicht mehr. Okay, ist ein Infanterie. Ist ja noch abzusehen schon. Okay, der fährt immer so rum, wenn man den schnell Reise macht hier. Kommt darauf an, wo du als Ziel anklickst. Ja, in der Mitte halt, ne? Ja. Das ist der. Wo ist der verdammte CV für Gregory? Die machen wieder Fehler. Das hat irgendwie auch keiner gesagt.
Okay, die machen hier gleich Druck bei uns. Oh, ich sehe es. Ich habe einen Bomber gekauft. Ich hole mal raus, oder? Ja, hilf du mir. Hört sich am ich bombardiere hier. Ein paar Supporter-Fahrzeuge. Ich ziehe mein BRDM zurück. Das ist zu viel. Ja. Bald fahren die bitte rum, ey. Das will ich nicht. Ich glaube, ich habe eine ziemlich ordentliche Kolonne erwischt. Was ist denn alle stecken geblieben da unten? Ah, weiß ich nicht. Bei mir meine ich, na egal. Okay, ich habe Angruppe Moskaios. Links, aha, was ist das denn? Transporter. Ich habe Angst, dass ich hier SAS einschmuggle. Ich kümmere mich erstmal um diese Links. Alles klar. Okay, da kommt einiges auf uns zu. Was ist das? Ich habe noch relativ viel Luft. Ja, ich kann gleich nochmal bombardieren. Da, jetzt sind auch hier Einheiten zu sehen. Im Center. Okay. Ich bombardiere hier dieses Stück hier. Ich fahre dann nach Gregory. Ich habe auch noch relativ viele Punkte über gerade. Okay, kauft du auch einen Bomber? Das war die Frage. Welcher ist das denn? Su-24M. 24M, ja. Und hast du sie erwischt? Nicht alle. Lass mal kurz. Hier kommt die nächste Welle. Sehr gut. Soll ich nochmal den Wald bombardieren? Ja. Nee, bombardiere lieber dieses Stück hier. Okay, ich habe mal was Körs ausgelassen. Das ist relativ weitläufig da. Ist ja abgeworfen. Ja. Okay, ich kaufe jetzt den nächsten Bomber. Sehr gut. Ja, die Royal Marines, die verlieren wieder. Okay, ich spare dann auf Luftüberlegenheitsjäger. Ja. Wenn du Punkte übrig hast, capture Gregory. Das hatte ich gerade vor. Okay. Ich will gerade überlegen, ob ich das CV direkt hole. Ich bin noch am Fahren, aber du hast auch schon was drin stehen. Ja, und tu deine BTR 90 bei Gregory ausladen. Das machst du ja eh, ne? Ja, aber ich will die auch weiterfahren lassen erstmal. Ich meine, wozu soll ich sie verlangsamen? Oh, da ist was. Gurkhas am Start. Nicht mehr lang. Oh, die Vernichtung. Noch von dem Zeug im Gebüsch? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe alle erwischt. Ich fahre gerade mit dem BRDM 3 da rein. Wenn der stirbt, ist auch okay. Schick du vielleicht deinen BTRD hier nach vorne. Habe ich gesetzt? Ach Gott, ja, okay. Hat nur geleckt. Chinook, okay. Landetrupp. Was nach vorne? Was du meinst? Ja, rein. Hier. Bis hier. Du meinst ein neuer Block rein? Beziehungsweise, genau. Was ist denn der Chinook? Ach, das ist ein Schubschrauber. Genau. Was ist das für ein Schubschrauber? Der setzt Transporter, der setzt Truppen ab. Oh. Ja. Harrier. Stirb, Harrier. Du hast eh noch Zeug im Gebäude.
was du das gesehen hast. Okay, ja, ich habe den Harry erwischt. Ich war mal einmal. Was ist mein? Oh, was meinst du, wie da ist es noch unterwegs? Ich kaufe dann den nächsten PD. Ja, guck, das ist eigentlich der Nachteil, wenn man so eine Aktion startet. Deswegen vor unser Spawn haben keine Luftabwehr, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich die Luftabwehr hier hinter erwischt schon. Und die können gegen Bomber überhaupt nichts machen. Und die haben nur Bomber gekauft. Die haben keine Jäger gekauft. Oh, das ist dumm. Warum Capture? Die haben ein CV hier, die ich erwischt habe. Ja. Ich sehe noch so die Bomben einschlagen. Wenn ich mir ich kaufe dann für Gregory schon mal was. Ja, beziehungsweise, ich warte, bis du deinen Trupp da hast. Ja. Ich bin gerade im Wald. Oh, da flog was. Oh? Direkt links von Gregory flog gerade irgendwas. Okay. Guck mal zum Guska. Ja, ich habe noch Stella zu M hier. Hier ist so ungenau. Ja, bei Dimitri, ich habe immer noch mein Stella CM, die ich angefangen habe. Okay, nächster Bombeangriff. Ist schon unterwegs. Ja. Siehst du, die machen so. Ich hoffe, ich treffe seine Techotter nicht. Ja, mach nichts. Selbst wenn die sterben, ist auch okay. Ich glaube nicht. Ist relativ weit hinten. Ach komm. Das ist so traurig, ey. Das ist so. Was ist denn der Sachsen? Ja, lasergelenkter Bomber. Der Sachsen? Nein, achso, nein. Der GL7 Harrier. Lustig, sie haben die Rückkehrs wieder genau in der gleichen Position wie vorhin auch. Okay, Warrior Milan. And I'm staying this wood. Ja, ich kümmere mich um Fedor. Ja, ich weiß nicht. Willst du da noch weiter drücken überhaupt? Und dir die ganze rechte Seite. Ja, ist sicher nur. Ja, das schon. Warrior Milan hat keine Chance gegen BTR 90. Ich habe gerade nur Wischen geholt auf den einen Häuserblock und die Zerberstung ist real. Da wird halt gerade ein das Sperrfeuer gerade eröffnet von allen Seiten. Ja, hier dein Zalo, die BTS, drei Stück oder so. Ja, jetzt haben sie sich zurückgezogen. Und sind sie weg. Das ist so bitter. Und wir überhaupt Anti-Air bei Fedor? Ich habe. Ah, das ist eine Stella von dir, okay. Ja. Ich kann ja nochmal ein Tor holen, beziehungsweise Tunguska.
Vergib Chieftain. Hat eine meiner VDV-Gruppen erwischt. Mieses Schwein. Hat er noch einen Lebenspunkt. Kleinen Lebenspunkt. Okay, ich lasse mal einen 200 Punkte und weiß nicht, was tun. Aber ich kaufe noch mehr Logistik. Ich bombardiere mal in diese Waldstück hier. Und ja, hier auch noch. Okay, dann muss ich das schon nicht machen. Okay, die Kombi-Panzer. In der Mitte, links meinst du? Ja, ist aber nicht so schlimm. Das sind halt diese französische Papierpanzer. Ja, keine Chance. Die brauchen EE. Oh, das ist so böse, Mann. Das macht keinen Spaß, ey. Ja. Ja. Sollen wir sie den Win schenken? Das macht auch keinen Sinn. Dann. Nee, das bringt ja auch nichts. Erschießen sie mir im Mörser. Zu spät gekauft, würde ich mal sagen. Weißt du, wer der Pride oder. Na, der Typ, der rausgeleckt ist. Da geblieben. Ja, ich weiß. So schade. Ja. Objective Center Secure. Hm? Ja. Keine Ahnung, steht da dran, macht keinen Sinn. Ja, du bist ja gerade mit deinen Dings angefahren. Ja, aber nicht secured, keine Ahnung. Ja, besetzt halt, gesichert. Ich bombardiere mal den Häuser ab. Nee, beim Wald dann. Ping dann, wo du was bombardieren möchtest. Okay. Ich habe auch gerade meinen Bomber ausgeschickt. Okay. Yeah. Leute, da. Ihr braucht EEs. Oh, die haben meinen Bomber erwischt. Die auch was erwischt. Ja. Beziehungsweise, die haben bei mir nicht erwischt, aber ich hab viel von denen erwischt. Nee, da kann auch drei Flugs sein. Ich hol weiter auf Zivilis. Ich meine, da. Okay. Man muss das ja nicht unnötig rauszögern. PDs sind wieder fertig. Ich kann sie aber mal rausholen als Patrouille. Oh, Challenger. Kauf du vielleicht eine MiG 27? Ja, braucht ein bisschen. Wo hast du denn gesehen? Ach, da. Hier links. Ja, sehr schön. Kannst du nicht vielleicht flankieren? Pass auf, der lässt dich flankieren. Ja, das glaube ich auch, ey. Ist der schon so weit vorne? Ist das der? Ja. Oh mein Gott. Ist der tot? Nee. Noch nicht. Was hat er denn noch? Halbes Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so ein Spanking, Mann.
Wie viel war der punktemäßig? Ich glaube 130 oder was. Das ja, war eine Mark 3. Wenn es Mark 3 ist, dann 155. Okay, die haben da. Ah, okay. Ja, VBM ist 3. Das ist ein ziemlich guter Teil. Okay, ich habe gerade mein letzter. Wollte ich nicht losschicken. Ich habe gerade mein letzter Bomber verloren. Ist aber kein Raketengedünst, oder? Doch. Doch? Radar meine ich. Achso, ja, das nicht. Das ist eh gut. Sonst würde ich halt einfach nass Infanterie in den Wald reinfahren. Oder mit einem Billigpanzer, wie auch immer. Der schickt wieder seine Area los. Start. Ja, der ist gleich tot. Ja. Hallo, treffen, bitte? Ja? Okay, danke. Ich habe einen PD verloren. Egal. Aber ja, pretty gut. Der hat 40% zu eben, Mann. Was fliegen denn alle da links rum? Fahren? Stormers. Also das sind die Panzerabwehrraketen, beziehungsweise gegen alles Raketen. Gegen alles Raketen? What the fuck? Was ist Gaten bei denen? Oh, ich glaube, hier ist ein schöner Panzer. Brennus und Zeug. Ich bombardiere da mal. So schwer ist es nicht. Ich hole einen Buratino. Okay. Da war trotzdem ein Haufen Infanterie. Ja. Ich ziehe kurz meinen K52 zurück. Und die Bechhörzer sind gleich mit tot. Ja, mach nichts. Na, ah, wir haben auch den Panzer. Das Flugzeug erwischt. Ja, die haben halt jetzt hoffenweise eh. Ist auch okay. Ja gut, in 5 Sekunden. Nicht ganz, aber in 20. Ist das vorbei. Kommt der Buratino nicht mal dazu zu schießen.